Ja, hallo Freunde, hier ist der Bambam und hier ist die erste Folge Star Citizen. Ich habe es ja angekündigt, dass wir das oder dass ich das dieses Jahr mal auf meinem Kanal bringen werde und hier sind wir jetzt. Wir sind auf der Homepage von Robert Space Industries, kurz RSI oder RSI. Und warum sind wir hier? Weil ich euch zeigen muss, wie ihr in das Spiel reinkommt überhaupt. Das Spiel ist ja noch in einer frühen Phase, es ist noch nicht alles fertig. Das wird auch noch eine Zeit lang dauern. Ich tippe mal, wie es frühestens nächstes Jahr. Um überhaupt in das Spiel reinzukommen, müsst ihr euch erstmal einen Account anlegen und müsst euch einkaufen, sozusagen. Ihr müsst euch ein Schiff kaufen, um überhaupt einen Platz in dieser Galaxie zu finden. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Es gibt so viele Schiffe, das ist der absolute Hammer. Also ihr müsst dann auf den Download-Bereich von Star Citizen wechseln. Hier könnt ihr zum Beispiel gucken, welche die aktuelle Version ist. 2.6.3. Hier kriegt ihr auch die Infos zu der neuesten Version. Also ihr könnt aber nichts downloaden, solange ihr euch nicht einen RSI-Account angelegt habt. Und das geht dann hier rüber. Danach kommt ihr zu einer Game Package. Ihr müsst euch also quasi ein Game Package kaufen. Wir gucken uns das jetzt mal gerade an. Ein Game Package sieht dann so aus. Das ist im Übrigen auch das Schiff, das ich mir geholt habe. Die Aurora MRC. Ja, jetzt kommen wir nochmal zurück. MRSC. Okay. Ja, kostet im Moment 53 US-Dollar. Ja. Und das geht hoch bis, ich kann euch gar nicht sagen, ins Unendliche, glaube ich, geht das hoch. Ganz kurz mal vielleicht die Schiffe. Ja? Ich zeige euch jetzt mal die Schiffe. Ihr könnt dann hier sortieren. Ne? Kriegsschiff, Bomber, Transportschiff, ne? Was ihr wollt. Ihr seht hier auch immer die Preise. Ja? Ihr seht's. Und die Schiffe sind natürlich auch von der Größe, Besatzung 4 Mann. Ne? Das könnt ihr zum Beispiel nicht alleine fliegen. Da braucht ihr noch 2, 3 andere Mitspieler, die mit euch mitfliegen. Ja, für Clans natürlich geil. Und da gibt es richtig Besatzung hier. Guck mal, 24 Mann. Und wenn ich jetzt hier runter scrolle, das nimmt kein Ende. Was es hier für Schiffe gibt, natürlich von verschiedenen Firmen und Ingame-Firmen. Und wie sie alle heißen und was weiß ich alles. Aber preislich kommen wir da auch an an Grenzen, sag ich mal, wo man sagen tut, oh Gott, nee. Also so viel Geld kann man doch nicht für ein Computerspiel ausgeben. Also dem Ganzen sind hier keine Grenzen gesetzt. Jetzt gehen wir nochmal in meinen Hangar. Hier seht ihr jetzt, wie ich mich eingekauft habe. Ich habe noch eine Christmas Reward 2016 bekommen. Und ja, ich habe die Package Aurora MC, MRSC Starter Holiday Warbond Edition. Und dazu gehört mein eigener Hangar, den ich mir auf einer der Raumstationen jetzt gleich mal angucken werde, mit euch zusammen. Wenn wir es dahin schaffen, ich weiß nicht. Die Aurora MR. Und ich habe noch 1000 Piepen gekriegt. Und ich würde sagen, Leute, das ist jetzt erstmal alles hier von der Homepage. Ich zeige euch, wo ist das hier, Download. Dann gibt ihr einfach hier oben stets robertspaceindustries.com/download ein. Dann kommt ihr hier hin und alles andere müsst ihr dann hier selbst machen. Und jetzt ist genug gelabert und genug gebrettelt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Spiel rein. Also, bis gleich. Tja, Leute, und hier sind wir dann auf der Raumstation. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr zu eurem Schiff kommt, wenn ihr euch dann eingekauft habt. Als allererstes müsst ihr mal gucken, dass ihr einen Raumanzug anhabt. Aber in der Regel habt ihr den. Dann haben wir hier. Ich zeige euch nochmal, wo ihr herkommt. Was ist denn hier? Okay, hier sind wir falsch. Und zwar. Nee, hier sind wir auch falsch. Das ist jetzt eigentlich gerade blöde. So, von hier kommt ihr. Ihr habt hier oben auf Deck 2 irgendwo eine Unterkunft. Deck 3. So. Ja, hier sind die Habitations, also die Unterkünfte. Dann geht's los. Ihr müsst hier diese Treppe runter. Hier diese Treppe runter. Und dann kommt ihr hier hin. Hier ist so ein Haupthang, Hangar wollte ich schon gerade sagen. Hier ist so ein Haupt,
Kontrollzentrum, könnt ihr an so einen Monitor rangehen und könnt dann gucken mit der Use-Taste, wo euer, bei mir ist es jetzt die Aurora, wo sie ist. Lande Plattform C07. Na? So, dann gehst du wieder raus, zack, und dann guckst du, wo, er zeigt das sogar an, hier seht ihr das, ja? Dann geht ihr hier durch, hier rüber. Was war das jetzt? Hier gibt es zum Beispiel ein, wo ist es denn? Ich glaube hier, ne? Garrity Defense. Hier könnt ihr euch einkaufen. Ihr könnt euch einen coolen Anzug kaufen, wenn euch der Anzug, den ihr im Moment habt, nicht gefällt. Dann könnt ihr hingehen. Hier, schwarz-gelb ist so meine Farbe, ne? Sagen wir mal. So, ihr könnt jetzt Try On oder Buy. Try On, Buy. Mit dem Mausrad scrollen. Ne? Try On, machen wir mal so. Zack, dann seht ihr, wie das aussieht. Das drehe ich mal rum mit der Maus. Zack, guck mal hier. So, dann würde ich so aussehen. Ne? Okay. Gucke ich mal hier so ein bisschen rum. So, ziehen wir den noch aus. Guck mal, guck, was der macht hier. Try On. Das ist natürlich auch geil. Da siehst du dann so aus, ne? Mit so einem Anzug. Ziemlich geil. Gut, aber wir haben einen Anzug an und vor allen Dingen, wir haben die Kohle gar nicht, um uns einen solchen Anzug zu kaufen. Wenn man hier drauf gehst, zack, dann siehst du ja, Flight Suit, ja, den haben wir an, genau, das ist der, zack, so, jetzt könnte ich auf Buy gehen, drücke ich auf Interagieren, das ist in meinem Fall F-Taste, und dann sagt er mir, mein Freund, das Ding kostet 4.700, du hast nur 1.000, na, dann machst du Minus, das geht nicht. Insufficient Credits, okay. Dann kannst du mit ihm hier noch labern, mit dem Hiopai hier. Ne, der hat keinen Bock. Gehen wir nochmal raus. So. Dann geht es, glaube ich, hier zum Schiff. Es gibt aber noch ein anderes Kabuff, ein anderes Räumchen. Das ist hier. Dumper. Ne, war das hier? Weiß ich gar nicht. Hier geht's raus. Irgendwo gibt es noch ein Kabuff. Da kann man sich noch Waffen kaufen. Kniften. Knarren. Oh, hier läuft ein anderer rum. Moin, moin. Ich weiß aber jetzt noch wo. Ich wollte es eigentlich gerne zeigen. Was gibt es denn hier? Eine Kasabar. Was es hier gibt. Ah, hier gibt es normale Klamotten. Hier kann man sich normale Klamotten, Schuhe hier, kann sich alles kaufen. Das ist schon geil, was die hier alles machen. Mützen. Ich kann mir eine Mütze kaufen. Sehen. Ah, hier geht's wieder raus. So, und wo ist jetzt hier der Waffenladen? Der interessiert mich ja auch noch, der Waffenladen. Man verläuft sich ja sehr schnell. Ja? Also hier sind wir wieder zurück bei den Dings hier, bei den hohen Habitaten. Hier ist, glaube ich, der Waffen. Weapons, ja, haben wir es doch. Zack, gehen wir mal rein. So, hier kannst du ja Knarre kaufen. Ja? Ballistik. 1800. Meine, 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 meine. Das ist viel zu teuer hier. Ganze Scheiße. Pistolen. Die kostet 900. Da kann ich mir eigentlich eine kaufen. Ne? Mal gucken. Mission Withdraw. Ja und? Ballistikpistole. Inspect. Dann machen wir das doch mal, oder? Inspect. Ja, jetzt guckt er sich die halt an, ne? Exit. So, gehen wir hier noch Inspect. Ha, das ist natürlich cool. Aber ich kann natürlich jetzt hier nicht rumballern, ne? Scheiße. Das ist doch eine Zielscheibe. Können wir da mal ballern hier ein bisschen? Nee, anscheinend nicht, ne? Gut, aber wir wollen jetzt keine Knarre kaufen. Wir wollen zu unserem Schiff und die ist da hinten. Das wird uns jetzt angezeigt. Und dann laufen wir mal dahin. Defense, also das ist genau gegenüber davon. Dann gehen wir hier raus. Hier musst du einen Raumanzug anhaben. Wenn du den nicht anhast, dann war's das. Dann ist die Party ganz schnell vorbei. Steht doch nochmal hier, ne? Helm bitte an. Ich hab ihn an. Und dann auch hier Use. Ist jetzt kalt. Und wir sind draußen. So, wir müssen zur Nummer 7. Auf der 7 liegt unser Schiff. Das wäre in der Richtung. Gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken, wo die Aurora liegt. Wo sie liegt. 7, das ist sie. Das ist die Aurora. Das ist mein Schiff. Die inspizieren wir uns jetzt mal nochmal. Ja, zack. Das ist schön, das Schiff, ne? Das ist doch schön. Kannst du von beiden Seiten rein. Enter Ship. Gucken wir mal. Enter Ship.
Macht er jetzt? Hey, Junge! Da landet einer, hä? Versucht einer zu fliegen oder was? Oh Gott. Alter, was du machst. Okay, also was auf jeden Fall Fakt ist, Leute, wenn ihr hier Scheiße baut mit dem Schiff, da ist mir nämlich schon passiert, und hier irgendwie beim Landen aufknallen tut und kaputt geht, dann war es das mit dem Schiff, ne? Dann könnt ihr euch ein neues kaufen. Nur zur Info. Die Piepen, die sind dann weg. So, also hat die Tür aufgemacht. Jetzt kann ich hier, Enter Ship. Geht das? Ja, Enter Ship. Gehen wir hier mal rein. Zack, dann sind wir drin im Schiff. Dann haben wir hier, habe ich mir extra natürlich geholt, ja, haben wir hier eine Schlafkabine. Ich kann also auf meinem Schiff übernachten, auf fremden Welten. Und ich kann natürlich auch rumfliegen. Aber das machen wir nicht. Das machen wir nicht, weil ich weiß noch überhaupt gar nicht, wie das funktioniert mit der Fliegerei. Ich hätte jetzt auch hier Missionen, aber das Schiff mal, weiß ich gar nicht, können wir das wieder zumachen irgendwie oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ich hier anfange rumzufliegen, dann bin ich ein armer Mann, ne? Das habe ich noch nicht raus. Da muss ich mal vielleicht mal noch irgendwo. Boah, ist der jetzt gerade gelandet hier? Das Riesending. Das ist ja groß, oder? Kann man hier auch Entership machen? Boah, guck mal hier, die Kanonen, ne? Nee, hier kann man nicht enterschippen, Mann. Scheiße. Huhu. Keiner daheim. Oh, hier geht's runter. Ja, Leute, das mal, um euch zu zeigen, wo, wie ihr zu eurem Schiff dann kommt. Na, ihr müsst da einfach nur dem. Da fliegen so überall rum, die Leute. Da müsst ihr einfach nur dem Hangar, den Anweisungen folgen. In dem komischen Hangar da unten müsst ihr gucken, wo euer Schiff liegt, an welcher Halte, Bucht, in welchem Dock. Und dann, ja, dann geht ihr dahin. Ne? So, wir gehen aber wieder rein. Ich habe keine Lust, hier draußen rumzugurken. Und ich würde sagen, fürs Erste war das mal so eine schöne Einführung. Wie komme ich zu meinem Schiff? Was gibt es zu kaufen auf der Station? Ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier auch sich eine Map angucken kann von der Station oder so. Nee, geht nicht auf M oder so. Ne? Ihr müsst halt gucken. Ne? Ich weiß nicht, was es hier noch alles gibt, wo man hingehen kann und was man sich angucken kann. Hier ist Sackgasse. Hier geht es nicht weiter. Und hier geht es dann wieder in diese Haupthalle. Genau, hier sind wir wieder in der Haupthalle. Und das war's dann. Ne? Freunde, das war so die erste Folge von ja, Star Citizen, und ich würde sagen, wir belassen das erstmal dabei. Was ist denn das hier noch? Ja, da kommt man auch wieder in den Raum, okay. Und in der nächsten Folge gibt es vielleicht schon mehr zu sehen, da weiß ich auch vielleicht schon mehr. Und ja, ne? Ich hoffe, dass euch das hier so ein, was ist denn das hier? Dampfers Depot, das gibt es noch nicht, das ist noch zu. Ja, dann machen wir vielleicht auch mal den anderen. Es gibt ja noch zwei verschiedene andere Modi. Es gibt ja einmal diesen Weltraummodus, den hier. Ja, dann gibt es noch den Space Marine, das ist so Shooter-mäßig. Und es gibt den Raumkampf-Flugsimulator. Ja. Und ich denke mal, dass dieses hier, was ich jetzt ausgewählt habe, das Universe, einfach alles beinhaltet. Ja, man kann also hier rumrennen und ballern, und man kann aber auch im Weltall rumfliegen und ballern. Gut, Leute, das fürs Erste. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da, und vielleicht kann ich euch auch weiterhin auch Videos von Star Citizen bringen. Testen wir als nächstes mal den Space Marine Modus vielleicht, und dann sehen wir weiter. Bis dahin, euer Bamba. Tschüssikowski.